Äquivalente Terme haben wir schon gehabt. Da wussten wir jetzt, woran es liegt, wenn sie äquivalent sind. Jetzt haben wir äquivalente Gleichungen und Ungleichungen. Am besten gleich mal die Definition. Gleichungen oder eben Ungleichungen, kommt aufs Gleiche raus, die bei gleicher Grundmenge dieselbe Lösungsmenge haben, heißen äquivalent. Und das wird durch so einen Doppelpfeil gekennzeichnet. Also einmal ein Pfeil nach rechts und dann kriegt er aber auch noch nach links Spitzen. Schauen wir uns das Ganze an einem Beispiel an. Wir haben hier die Grundmenge Q plus 0 und die gilt jetzt sowohl für diese Gleichung als auch für diese Gleichung. Und jetzt heißt es doch, gleiche Grundmenge, okay, ist erfüllt, steht dran. Wenn sie dann dieselbe Lösungsmenge haben, dann heißen sie äquivalent. Also, schauen wir, was hier rauskommt. Irgendwas plus x mal 4 soll 80 ergeben. Um dem x auf die Spur zu kommen, müssen wir es natürlich durch 4 teilen. Denn ich muss ja, eigentlich ist klar, dass der Bereich 20 sein muss. 20 mal 4 gibt 80. Also muss ich doch für x 15 nehmen. Also ist meine Lösungsmenge 15. Ich hoffe, ihr konntet das nachvollziehen. Hier ist es eigentlich noch recht viel leichter. 5 plus wie viel gibt 20? Da muss ich halt 15 im Kopf mir denken. Also hier war es ein bisschen schwieriger. Hier muss ich hier überlegen, die Klammer mal 4 gibt 80, also muss die Klammer 20 sein und 5 plus 15 gibt eben diese 20. Lange Rede, kurzer Sinn. Beide Gleichungen haben jetzt dieselbe Lösungsmenge. Und dann haben wir hier oben den Satz, dann heißen die äquivalent. Und man kann sie durch so ein Zeichen verbinden. Das heißt, ich schreibe die linke Gleichung und die rechte Gleichung durch so ein Äquivalenzpfeil. Die Gleichungen sehen zwar nicht gleich aus, sie sind aber äquivalent, weil sie dieselbe Lösungsmenge bei derselben Grundmenge haben. Also, hier haben wir noch eine andere Grundmenge, 3, 5, 7. Diese Ungleichung und diese Ungleichung. Schauen wir mal, was wir alles einsetzen können, damit wir kleiner gleich 17 sind. Also wir können auf jeden Fall die, schauen wir mal, die 3. 2 mal 3 gibt 6, plus 5 gibt 11. Ja, das ist kleiner oder gleich 17. Also die 3 ist drin. Dann die 5 gibt, 2 mal 5 gibt 10, plus 5 gibt 15. Ah, ist auch kleiner. 2 mal 7 gibt 14, plus 5 gibt 19. Das ist nicht mehr kleiner gleich. Heißt, die Lösungsmenge hier ist 3 und 5. Hier probieren wir es relativ schnell und einfach. 3 plus 1 gibt 4, 5 plus 1 gibt 6, 7 plus 1 gibt 8. Also gilt hier auch für 3 und 5 ist gibt es hier eine Lösung bei dieser Ungleichung. Nochmal zusammengefasst, falls wir das vergessen haben. Eine Gleichung ist natürlich etwas mit ist gleich und eine Ungleichung ist etwas mit kleiner, größer, kleiner gleich oder größer gleich. Also eine Bedingung, wo mehrere Zahlen drin vorkommen können. Gut, und auch hier können wir jetzt schreiben, dass beide Ungleichungen äquivalent sind. Diese zu dieser. Ja, und das war's schon. Das heißt Äquivalenz. Das heißt, wir müssen bei beiden Gleichungen oder Ungleichungen jeweils die Lösungsmenge bestimmen. Entweder durch Probieren oder durch hintereinander, ja, eigentlich ist es immer Probieren, oder durch auch hier mathematische Rechnungen und dann kommen wir aufs Ergebnis.